Recep Tayyip Erdogan, Hassan Rouhani und Wladimir Putin wollen nach eigener Aussage auf ein rasches Ende der Gewalt in Syrien hinarbeiten. Das erklärten die Staatschefs der Türkei, des Iran und Russlands nach einem Dreiergipfel in Ankara. Sie wollen darauf hinwirken, dass die humanitäre Lage im Bürgerkriegsland verbessert sowie ein dauerhafter Waffenstillstand erreicht wird. Die Aufrechterhaltung der territorialen Integrität Syriens hängt davon ab, dass man zu allen terroristischen Organisationen die gleiche Distanz wahrt. Es ist sehr wichtig, dass alle Terrororganisationen, die nicht nur für Syrien und die Türkei, sondern für alle Nachbarländer und sogar für die gesamte Region eine Bedrohung darstellen, ohne Ausnahme ausgeschlossen werden. Alle reden davon, dass es notwendig ist, sich an humanitärer Hilfe zu beteiligen. Aber nur sehr wenige tun das, außer der Türkei, dem Iran und Russland. Einige kleine Nothilfelieferungen kommen von den Vereinten Nationen, aber sie sind sehr unzureichend. Alle müssen sich an der gemeinsamen Arbeit beteiligen, um die Wirtschaft und die Infrastruktur von Syrien wiederherzustellen. Konkrete Pläne, wie die anhaltende Gewalt gestoppt und Zivilisten in den sogenannten Deeskalationszonen geschützt werden sollen, haben die drei Staatschefs nicht genannt. An dem blutigen Krieg in Syrien, der nun schon seit 7 Jahren andauert, sind Ankara, Moskau und Teheran beteiligt und vertreten gegensätzliche Positionen.